Jo, herzlich willkommen zum wärmsten Tag der Welt. Ich meine, zu der spannendsten Folge der Welt. Ja. Es ist mal wieder ein bisschen an der Zeit, unsere Kisten hier bei uns da im Haus, da bei unserer Let's Play-Hütte, da mal wieder ein paar Kisten auszuräumen. Hat sich ja mittlerweile wieder schon viel Scheiß angesammelt, die eigentlich ins Lager gehört. Gerade so Blaubeeren, da haben wir massig im Haus. Mehr lohnt sich heute nicht. Mit dem nächsten Großprojekt fange ich ja nächste Woche wieder an. Jetzt für eine Folge noch irgendwas anfangen. Ich meine, wir könnten jetzt noch ein bisschen, weiß nicht, Teppich machen oder sowas. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie wir das dann machen wollen. Da bräuchten wir Wolle. Ansonsten wollten wir noch ein bisschen eine Küche irgendwie realisieren, aber ich glaube, meine Küche dauert auch etwas länger. Weil da müssen wir die Sachen erstmal bauen. Von daher würde ich mich heute doch tatsächlich eher auf Kisten rum umsortieren, mal wieder ein bisschen konzentrieren. Gucken, was ins Lager kann, das auch ins Lager räumen. Erstmal räumen wir unser Inventar aus, damit wir wirklich mit einem leeren Inventar und nicht hier alles rumschleppen die ganze Zeit. Du kommst auch mal rein. Na, lieber nicht. Fackeln kamen wir hier in die Kiste mit rein, oder? Nein. Ach hier. Wow, zwei Fackeln. Nice. Stöcker kommen hier mit rein. Und du kannst einfach mal hier unten irgendwo rumgucken. So, Erde kann zum Beispiel raus. Stein kann raus. Sand kann raus. Erde kann nochmal raus. Glaube nicht, aber Cobblestone kann raus. Shield Gravel auf jeden Fall nicht. Alles andere auch nicht. Doch, ja gut, das auch. Genau, das hier auch. Ansonsten sieht es ja eigentlich relativ gut jetzt aus. Manche Sachen erkennt man gar nicht. Jedes Obsidian, da muss man dreimal hingucken. Das hier muss man dreimal hingucken. Das erkennt man auch nicht, muss man dreimal hingucken. Und der Ofen auch nicht. Alter! So. Wie sieht's hier aus? Hier ist aber nichts, was irgendwie ins Lager kann. Okay. Ja, das Zeug, ganze Zeug hier kann definitiv ins Lager. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist also. Ja, diese Büsche, ich weiß nicht, die werden wir nie wieder brauchen. Die können wir eigentlich direkt sogar komplett wegschmeißen, aber ich lasse sie erstmal da. Kakao kann, glaube ich, auch ins Lager. Ja, das kann auf jeden Fall ins Lager. Holz. Holz hatten wir im Lager nicht gesammelt. So, wie sieht's hier aus? Blumen hatten wir im Lager, soweit ich weiß, gar keine. Okay, so viel ist das gerade, was wir rumtransportieren können. Oh ja, machen wir wieder ein bisschen Feldarbeit hier. Ey, die Pflanzen sind hier gewachsen, ne? Letztens waren ja die vier Pflanzen, die hier in der Mitte waren, irgendwie komplett gar nicht gewachsen, aber jetzt sind die auch komplett mitgewachsen. Verstehe ich nicht. So, und jetzt kommt die Magie der Magie. Und schon ist unser gesamtes Inventar leer. Also, okay. Also außer das, was hier auf die Seite rein muss. Noch was? Ah, Kakao. Tada! Und schon ist alles leer. Easy! Alter, das ist... Ja, also die Kisten, ne, die können wir eigentlich komplett wieder abbauen. Die gesamte Mesa-Anlage hier war komplett umsonst gebaut. 30 Folgen einfach mal in den Sand gesetzt. Easy. Gut, hier schwirrt auch nichts rum, irgendwie, was da noch drin ist. Sehr gut. Ja. Nice. Gut, ich würde mal sagen, wir holen uns mal die Axt und fällen hier mal wieder ein paar Sachen. Zum Beispiel hier vorne die ganzen Dinger. Machen wir einfach mal die ganzen Beete nochmal. Nee, kein Bock. Für so ist es mir jetzt gerade echt zu warm. Wir machen irgendwas Sinnvolles. Das heißt, wir gucken uns mal doch an, wie wir jetzt hier mit dem Teppich verfahren. Wir wollten nicht einen Teppich reinziehen.
War das hier das Carpet-Sensor? Ja, erstmal schön Großschreibtaste aktiviert hier. Genau das Zeug. Aber da brauchen wir Wolle für. Haben wir Wolle? Wolle wollte ich ja immer mal haben. Sieht nicht gut aus. Scheiße, wir waren gerade beim Lager. Hätte ich mal ein bisschen Baumwolle mitnehmen können. Hätten wir uns jetzt Wollblöcke bauen können. Ah, kacke. So, die Frage ist, wir brauchen dafür auch definitiv Farbe. Weil wir wollen ja, ne, wir wollen ja einfach einen weißen Teppich hier drin, ist komplett useless. Sondern schon irgendwie so ein bisschen, dass hier auch ein bisschen Farbe mit dem Spiel ist. Die Frage ist, wie groß soll der Teppich überhaupt werden? Soll er wirklich am Rand immer nur eins freilassen? Also quasi dann fünfmal, weiß der Geier was? Oder? Ja, doch, würde ich fast sagen, ne? Aber so einen großen Teppich einfarbig wäre auch ein bisschen doof. Dann würde ich den doch tatsächlich bunt machen. Ich bin aber immer nicht so kreativ im Muster machen, ne? Okay, wir bekommen gleich 32 Stück mit einmal. Das ist natürlich sehr schön. Okay, also fünfmal beliebig und der letzte Block, der entscheidet dann quasi, welche Farbe die Carpetins hier unten haben. Interessant. Ist natürlich, was Farbe angeht, sehr preiswert. Weil brauchen wir gerade mal einmal Farbe für 32 Dinger. Das ist super preiswert. Das heißt, wir können mit den Farben, die wir hier haben... Okay, so viele Farben sind das gar nicht. Muster machen. Ich würde mal fast sagen, das Grün nehmen wir nicht, sondern die hier und das Schwarz. Wir haben 5 Felder in der Breite und ein paar Felder in der Länge. Das heißt, wir müssen irgendein Muster machen, das sich... Ja, gute Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh Gott, schon wieder so eine ungerade Zahl. Eine ungerade Zahl mal eine ungerade Zahl. Ist ja wunderbar. Okay, das heißt... Warte mal. Okay, wir holen jetzt erstmal Wolle. Wir brauchen eine ganze Menge Wolle. Wir brauchen... 6 mal Wolle insgesamt für 32. Das heißt, wir machen mal... Oh Gott. Wir machen mal 5 Fuhren. Das heißt, wir können bis zu 5 Farben benutzen oder eine Farbe doppelt bei 4 Farben. Dann haben wir quasi 6 mal Wolle für 5 Dinger. Das heißt, wir brauchen 30 mal 30 Wollblöcke. So, und einen Wollblock bekommen wir, indem wir... Ach, kannst du jetzt bitte einmal die Fresse halten? Dankeschön. 4 Dinger. Okay. Das heißt, wir brauchen 30... Was? Wir brauchen... Wie viele? Doch, genau. 30 Wollblöcke. Das heißt, 120 mal Coton. Kommt in etwa mal hier... Ne, das erstmal dann mal tatsächlich doch. Aber schon fast die halbe Miete. So. Haben wir noch ein großes Feld mit Baumwolle? Eigentlich glaube ich ja. Wir haben letztens irgendwas mit Baumwolle hier auch verschoben. Wir müssen, glaube ich, ein Feld mit Baumwolle haben. Oder auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz hinten ist. Ja klar, der Kaffee braucht natürlich wieder ewig. War klar. Ach ne, hier ist der Kaffee. Da vorne war Mais. Ne, wir haben hier hinten echt keine Baumwolle. Lol.
Na gut, das heißt, die restliche holen wir tatsächlich aus dem Lager und dann, ja. Mir Faser hätten wir hier vorne auch Baumwolle gehabt. Naja, wir könnten hier einmal Baumwolle einpflanzen. Aber gut, andererseits, so viel Baumwolle brauchen wir auch nicht mehr. Weil die Backpacks haben wir, damit brauchen wir die meiste Wolle. Und wie gesagt, die haben wir. Von daher. So, wir brauchen einmal, zweimal. Alles. Eins, zwei, drei. Die restlichen kommen wieder zurück. So ungefähr. So, Farbe haben wir im Haus. Ich hoffe, wir können die Wolle auch direkt einfärben. Ja, können wir. Sehr schön. Nicht, dass wir dafür noch was Spezielles brauchen. Weiß nicht, ein Farbeimer, eine Farbpalette oder weiß der Geier was. Ich finde es aber auch ein bisschen seltsam. Ich meine, das Rezept an sich macht halt kaum Sinn. Weil, ne, hier rot, da wäre 6-mal rote Baumwolle, wäre halt sinnvoll. Aber einmal rot und 5-mal weiß, da kann niemals ein roter Teppich bei rauskommen. Weil wenn man hier wirklich einmal rot und 5-mal weiß hat, ist der Teppich fast weiß. Dann müsste da so eine Farbe rauskommen. Und wenn man hier sogar andere Farben nutzt, also weiß ich, zum Beispiel schwarz, da kommt ein schwarzer Teppich raus. Weil 5-mal schwarz und einmal rot, da siehst du das Rot nicht. Da hast du zwar so ganz leicht Rotschimmer vielleicht, aber im Großen und Ganzen ist der Teppich schwarz und nicht rot. Also die Rezepte machen nicht wirklich viel Sinn. Aber gut, wahrscheinlich ist das quasi einfach nur dafür, dass man halt Farbe sparen soll. Dass man die Spieler nicht allzu sehr quält. So, und wir machen erstmal einmal schwarz. Mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Muster mache. Von daher mache ich erstmal überall eins. Wie schön das aussieht. Sehr geil. So, jetzt muss ich mal ganz kurz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Macht keinen Sinn. Achso, ja, doch, macht total Sinn. Alles gut. So. 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 Und so. Genau. Jetzt habe ich noch genau 6 übrig. Können wir noch weiße Carpetings machen. So, so und. Danke. Okay, wie fangen wir am dümmsten an? Ich könnte einfach so eine Strickstriche machen, dass wir quasi sagen, okay, hier ist blau, da ist blau, dann ist hier rot und rot, grün und grün und grün, schwarz und schwarz und ne, also so quasi so eine Strickstriche, aber ganz ehrlich, lamer geht's quasi gar nicht. Von daher würde ich eher was machen, irgendwie. Ein bisschen mit Kreisen arbeiten. Ich meine, wir haben Rot, Grün, Blau und Schwarz. Wir können also schon das RGB-Muster machen mit Schwarz. Macht aber auf der Größe nicht wirklich viel Sinn. Obwohl, wir können. Warte. Wir haben 13 Felder und 4. Das heißt, angenommen, wir lassen uns hier für. Wir machen ein Muster dreimal, einmal in Rot, einmal in Grün, einmal in Blau. Hätten wir quasi dreimal drei Felder immer weg, dann würden genau die restlichen mit Schwarz übrig bleiben. Macht das Sinn? Wir gucken einfach mal. Ja, klar. Genau, passt perfekt. Das heißt, wir können jetzt hier jeweils immer ein Muster machen in einer jeweiligen Farbe, aber ganz ehrlich, mit 3x3 Feldern, da ist mit Mustern nicht allzu viel Möglichkeit. Gut, jetzt können wir natürlich die hier wegmachen. Dann haben wir ein bisschen größeres Feld für ein Muster. Oh Gott, bei den Feldern muss man auch noch aufpassen, wie man die ausrichtet. Na super.
So, die setze ich erstmal hier hin. Bam, bam. Hä? Richtet der schon wieder nach so einer komischen Scheiße aus, oder was? Okay, so klappt's. Gut, dann richten wir also alle von hier unten immer aus. Oh, ich hab das schon wieder falsch ausgerichtet. Sag mal. Okay. Hat das jetzt richtig gemacht? Ja, hat falsch rum gemacht, oder? Ja, doch, hat er richtig. So. Du musst dir echt aufpassen, wie du stehst. Ist das bekloppt. Okay, so, jetzt haben wir hier schon mal drei Bereiche und da können wir jetzt jeweils mit ein bisschen Farbe und Muster machen. Ja, Frage ist nur, was für Muster? Wir können natürlich hier erstmal schon Kreis machen. Und jetzt? Können wir hier weiß machen, oder? Na, ah, ich weiß nicht. Alter, ein Teppichmuster bin ich ganz schlecht. Oder wir machen das schwarz. Sieht das noch was aus? Nee. Vor allem nicht wenn wir es hier dreimal machen. Das sieht nach gar nichts aus. Ich glaube, schwarz als Grundfarbe zu nehmen ist eine schlechte Idee. Hat zwar einen schönen Kontrastwert, aber man hat halt kaum Möglichkeiten. Ich gucke mal, wenn ich jetzt hier die drei tatsächlich doch nochmal so mache. Oh Gott, diese Ausrichtung. Man muss echt genau in der Mitte stehen und genau nach vorne ziehen, damit es auch wirklich so ist, wie es sein soll. So, ja, die roten sind natürlich auch alle vollkommen falsch gedreht jetzt. So. Macht das so Sinn? Ja, doch, kann man schon machen. Irgendwie, wir probieren einfach mal so. Mehr als, dass ich die gesamte Bude niederbrenne. Ne, weil Teppich ist ja brennbar. kann nicht passieren. Du scheiß Ofen. Ah, ne, Kiste. Du scheiß Kiste. Gut, brauchen wir auf jeden Fall nur mehr Schwarz. Doch, das kann man so machen. Doch, das sieht gut aus. Auf jeden Fall gut genug. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall doch Schwarz. Schwarze Farbe. Danke, danke. So. Und ihr einmal drumherum. So. Perfekt. Ich meine, man könnte jetzt auch mal versuchen mit GIMP und irgendwie oder mit Paint. Gut, Paint habe ich nicht, also doch GIMP. Irgendwie so ein Bild zu erstellen mit, sagen wir, ne, mit 5x13 Feldern, also Pixeln. Und dann könnte man sich da quasi erstmal ein bisschen austoben mit GIMP. Und dann gucken, was man für Muster macht. Aber so ist doch, ne, zumindest schon mal ein richtig schöner RGB-Teppich. Ne, rot, grün, blau. Die Lichtfarben. Wobei die Dinger hier in der Mitte tatsächlich, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir die Dinger in der Mitte mit einer anderen Farbe. Müssen wir aber extra nochmal welche anfertigen. Weil wir haben jetzt halt nur die vier Farben. Wir lassen es erstmal so. Wir lassen es erstmal genau so, wie das ist. Die Teppiche packen wir erstmal hier rein. So, das ist vielleicht die Farbreihenfolge wie hier. ja. So, dann müssen wir mal wieder gucken, wie wir das ein bisschen mit der Küche machen. Da würden die Sachen hier wahrscheinlich wegkommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich wollte ja auch überlegen, ob ich hier...
Ach nee, hier habe ich den Ofen weggemacht. Der Ofen da sollte bleiben. Ach schon, ich wollte hier in der Mitte, wollte ich ja hinbauen. Ich schon wieder. Bin ja auch einer der dritten Generation, Alter. Ich. So, das heißt, hier in der Mitte kommt irgendwas hin. Gibt's eine Spüle? Ah, ich hätte gerne eine Spüle mit einer Herdplatte oben drauf oder sowas. Ofen. Was? Genau sowas. Achso, ja. Mann. Hä? Oh, was ist das denn? Oh Gott. Heizelement. Ah, gut. Was? Warum Mesekristall? Vor allem, warum Kupfer? Ein Heizelement ist doch nicht aus Kupfer. Kupfer ist ein guter Energieleiter, also ein guter Stromleiter. Ein Heizelement macht man aus einem Material, was keinen Strom leiten kann. Also nicht kein, aber Strom schlecht leiten kann. Also sowas wie reines Eisen oder sowas. Ja, also etwas, was einen relativ hohen Widerstandswert hat. Aber doch kein Kupfer. Vor allem Kupfer ist echt das dümmste Element als Heizelement, weil ne, Heizelement ist halt so aufgebaut, hier ist ein Kontakt, da ist ein Kontakt, das heißt, hier ist irgendwas dran, wo das Ding befestigt ist und die Spirale hängt in der Luft. So, wenn jetzt hier Strom angelegt wird, fließt der Strom hier durch und hier in der Mitte wird es halt extrem heiß und hier außen wird es aber nicht so heiß, weil die Energie abgeleitet wird nach außen. Ne? Das heißt, das, was hier angeschlossen ist, kühlt an der Stelle diese Heizstäbe quasi runter. Das heißt, man möchte dafür sorgen, dass möglichst wenig Wärme, die hier in der Mitte entsteht, nach außen hin abfließt. Das heißt, zum einen möchte man sowieso, dass man einen möglichst hohen Widerstandswert hat, damit hier möglichst viel Wärme entsteht. Deswegen nutzt man in der Regel dafür sowas wie Eisen oder ähnliches, also auf jeden Fall kein Kupfer. Weil Kupfer halt einen relativ niedrigen Widerstandswert hat, deswegen nutzt man das ja auch für Drähte. Und zum anderen, wenn hier drinnen Wärme entsteht und das Ding aus Kupfer besteht, jetzt mal no joke, Kupfer ist der beste einer der besten Wärmeleiter. Das heißt, die gesamte Wärme, die hier drinnen entsteht, wird nach außen abgeleitet. Wow. Einfach wow. Und Mese, ich weiß nicht, Mese ist ein Kristall. Was macht Mese? Hä? Oder soll das denn irgendeine Legierung darstellen? Macht aber auch keinen Sinn. Eine Legierung aus dem Kristall und Kupfer? Warum haben wir hier nicht einfach Eisen genommen? Na? Eisen, vielleicht noch ein bisschen Kohle, keine Ahnung. Aber halt Eisen. Aber doch kein Mese oder Kupfer, das macht keinen Sinn. Was wollt ihr von mir? So, auf jeden Fall brauchen wir drei Elemente. Hallo? Wie geht das? Hilfe, wie geht das? Hä? Achso, geht da. Ja genau, wir brauchen drei Elemente, kriegen aber immer zwei. Das heißt, einer bleibt natürlich wieder übrig. Ansonsten brauchen wir nur drei Stahlbarren. Also es geht eigentlich relativ, das Rezept macht zwar absolut überhaupt keinen Sinn, aber wir kriegen es zumindest hin. Ist das jetzt Kupfer? Nee, ist Bronze. Kupfer, wo ist denn Kupfer? Da ist Kupfer. Ach, wir brauchen mehr Kupfer. Haben wir noch Kupfer? Ja, doch, wir haben Kupfer. Ja, hier unten haben wir auch noch Kupfer. Wir müssen. Leider gibt es ja keinen Sortierknopf, der einfach alles nach irgendeinem Schema F einfach sortiert. So. Ja, alles. Okay, da brauchen wir noch einmal Glas und Eisen. Glas haben wir hier. Und Eisen hatten wir hier in der Kiste. Fünfmal hätte gereicht, oder? Nee, sechsmal? Keine Ahnung. Fünfmal. Ach, es hat eins von zwei. Beides das gleiche? Ändert sich hier irgendwas? Ach ja, hier ist Glas, ändert sich. Metallisiertes Glas und normales Glas. Okay. Egal. So, dann haben wir ein Backofen. Sehr schönes Ding. So, das Ding kommt hier, Backofen, eigentlich immer an die Seite. Weil produziert halt viel Hitze. Und das möchte man ja jetzt nicht unbedingt in der Mitte haben. So, dann brauchen wir eine Spüle.
Die Spüle sollte designtechnisch schon zum Backofen passen, das heißt, wir nehmen wahrscheinlich das Ding hier. Da brauchen wir eine Schmiedeeisenplatte. Willst du mich ficken? Okay, das ist scheinbar das Grund. Oh Gott. Ah, wie gut, dass wir eine extra haben. Ein Motor. Einmal Wasser. Eine Duschbrau. Oh Gott. Ich meine, macht alles Sinn, ne? Weil das Wasser, was hier reinkommt, wird durch die Heizwindel erhitzt und wird dann quasi in, ne? Ich glaube mal, wie eine Spüle funktioniert, weiß jeder. Das brauche ich jetzt hier nicht groß erklären. Aber mal gucken, was wir davon alles haben. Wir haben auf jeden Fall ein Heizelement. Das haben wir. Wir haben einen Motor, müssen wir auch noch irgendwo über haben. Genau. Dann brauchen wir einen Duschkopf, müssen wir auf jeden Fall bauen. Sowas haben wir nicht über. Was noch? Achso, Wassereimer. Oder ein Eimer. Was? Ja doch, ein Wassereimer. Alles gut. So, dann brauchen wir Eisen, 3 Stück. Ja, und vor allen Dingen Schmiedeeisenplatte. Gott, das wird ja schon wieder Katastrophe. Dann brauchen wir einen Maschendrahtzaun und ein Integrated Circuit. Maschendrahtzaun, was hatten wir ja damals angefertigt gehabt? Oder nicht? Nö. Dann müssen wir sowas bauen. Oh Mann. Okay. Man merkt, für die Küche braucht man nicht so viel Keramik, dafür massenweise Eisen. So, Spulen. Wo sind unsere Plastedinger? Da. Wir brauchen 4 Spulen. Oder was andersrum? Ah doch, macht Sinn. Wir kriegen ja 2 Spulen draus. Das heißt, wir brauchen 2 so eine Plastikdinger. Sehr schön. So, jetzt kommen die 4 in die Mitte und die einmal drumherum. Kriegen wir 9 Stück natürlich gleich wieder. Und ein Integrated Circuit, Silizium und einmal Kupfer. Das ist ja zum Glück relativ simpel. Das haben wir alles massig da. Außer alles. Okay, also einmal Kupfer. Und Silizium müssen wir. Haben wir das hier drin? Macht keinen Sinn, aber ja, haben wir. Weil es ist ja eigentlich ein Mineral. Also, naja, gut. Ein bearbeitetes Mineral. Von daher, vielleicht deswegen hier drin. Außerdem ist die andere Kiste sowieso schon voll. Von daher. So, kriegen wir gleich 4 Stück. Okay, wir haben schon wieder danach haben wir auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Zeug drüber. Was? Irgendwas fehlt noch. Ach ja, die Duschbrause. Okay, wir brauchen noch einen Wassereimer. Obwohl, nee, halt, brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur den wir haben. Den können wir wieder danach wieder auffüllen. Ach nee, der Eimer geht dabei auch verloren. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Alter. Das sind ja mal Rezepte. Tut ja weh. Warum machen die diese? Oh mein schöner Eimer. Beide Eimer sind weg. Nein. Mache ich welche? Nee. Wenn wir welche brauchen, kann ich wieder welche machen. Obwohl, nee. Irgendwann brauchen wir immer Wassereimer. Und wenn ich die jetzt wegmache, dann werde ich sie später garantiert suchen, weil ich verpennt habe, dass ich sie benutzt habe. Also, verbraucht habe. Von daher machen wir jetzt gleich welche. Und packen die auch gleich wieder unten rein. So ungefähr. Jutchen, jetzt brauchen wir nur noch so eine komische Schmiedestahlplatte. Ach ja, müssen wir sägen. Schmiedeeisenblockplatte. Ach so, ist einfach Stahlblock, kann das sein? Das. Wie schreibe ich denn Steelblock? Damn it. Ist aber nur Stahlblock. Gut, weißt du was?
können wir ja, wenn es doch falsch sein sollte, zurückmachen. Von daher versuchen wir das Ding einfach mal zu sehen hier. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir wollen aber nur eine. Eine 16. Platte. Und den Rest nehmen wir einfach so mit. Da können wir daraus später noch andere Sachen vielleicht machen. Weiß man ja nicht. Ja, Schmiedeeisenplatte. Weil bei Schmiedeeisenplatte dachte ich hier an das, ne, hatten wir auch diese komischen Stahldinger da. Dass man das wieder aus unbearbeitetem Eisen machen muss. Ne? So wie die Dinger hier. Jetzt ist ja auch dieses komische Schmiedestahl da. Nein. Was? Was war denn das jetzt? Genau das hier. Und da brauchen wir, das war ja hier auch eine Schmiedekacke. Und da brauchen wir reines Eisen, also ungebrannt. Deswegen dachte ich, dass man diese Platten auch aus reinem Eisen macht. Tja, ist dem wohl nicht so. Gut, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das heißt, das Ding können wir hier packen. Ah ne, halt. Erst zusammenbauen. So und so. Und dann haben wir... So. Hä? Hey. Spüle. Ist das falsch? Ist doch richtig. Ach, übereinander. Oh, danke. Weg dann. Yay, wir haben... Okay, sieht doch ein bisschen ganz anders aus, aber egal. Was Besseres kriegen wir nicht hin. So, was brauchen wir noch für die Küche? Wir haben eine Spüle. Wir haben ein Waschbecken. Ja, da kriegen wir... Nee, da haben wir aber nur so eins. Ist nicht das, was ich... Also wenn Waschbecken, dann halt so ein Einbauwaschbecken, weißt du? Frage ist, gibt es sowas hier? Was ist das denn? Handschleifmaschine, wohl. Der erste aus wie so ein Kran. Wo sind denn die ganzen Küchendinger? Hier. Okay, so brauchen wir eigentlich nicht. So eine Trockenmaschine brauchen wir eigentlich nicht. Hier haben wir den Ofen, den haben wir ja bereits. Ja, Kühlschrank können wir auch noch bauen, das ist richtig. Hier haben wir noch so ein Ding. Ich weiß nicht, Waschmaschine. Nee, Waschmaschine brauchst du nicht. Wir haben ja bei uns in der Nähe einen Fluss, da schmeißen wir die ganze Wäsche einfach rein. 3 Tage später nehmen wir sie wieder raus und dann ist sie sauber. Easy. Genauso funktioniert das. Ja, nee, also mehr Wasch unter den lief gar nicht. Oh gut, dann nehmen wir doch die beiden Dinger da. Dann nehmen wir einmal so ein heiß, so ein wie heißt die Dinger auf Deutsch? Schleudermaschine, doch, einfach nur Schleudermaschine, ne? Brauchen wir auch wieder einen Motor und auch wieder eine Heizspirale. Wozu braucht das Ding eine Heizspirale? Der trocknet doch die Sachen durch Schleudern, also durch, ne, das Wasser einfach durch Zentrifugalkraft einfach rausgedrückt wird. Oder soll dieses Wasser, was rausgedrückt wird, erstmal aufheizen? Wozu? Macht keinen Sinn. Wie sieht es denn auch mit dem Kühlschrank? Lehm, Kupferblock. Ich meine, ja, macht Sinn, aber ganz schön teuer. Und ein kleiner Glimmlichtwürfel. Naja, sobald man den Kühlschrank zumacht, ne, ist das Licht aus. Marco, join the game. Yeah, wir haben noch einen. Sehr schön. So, Kupferblock, alter Schwede, das ist aber echt heftig. Ganzer Kupferblock.
Tja, auf jeden Fall könnte man hier echt noch so eine Waschmaschine mit reinpacken. Wie teuer ist denn eine Waschmaschine? Brauchen wir auch einen Motor, auch ein Integrated Circuit, was kein Problem wäre, da haben wir ja welche, aber wir brauchen halt noch viele, wir brauchen auch massig Motoren scheinbar. Haben wir hier direkt Lehm irgendwo? Nee, ne? Obwohl doch, Lehm müssten wir haben. Oder auch nicht. Dann war Lehm also doch auch eine der Sachen, die wir im Lager haben. Na gut, wir müssen doch erstmal Kupfer machen, weil wir haben gar nicht mehr so viel Kupfer hier. Wir haben nur noch 3 Blöcke. Na gut, komm, ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn... Oh. Dann mache ich erstmal für heute Feierabend. Tja, dann heißt es nächste Woche erstmal Kupferblock machen, Kühlschrank bauen, dann vielleicht noch so eine Waschmaschine bauen für Küche, für Bad. Und dann für die Küche noch eine Schleudermaschine, was aber auch nicht wirklich Sinn macht. Die gehört eigentlich auch ins Bad, weil... Ich meine... Eine Schleudermaschine ist ja, ich dachte eigentlich, jetzt ist so eine Trockenmaschine, die man halt in der Küche hat, um Teller zu trocknen. Aber A, machen das ja die Spülmaschinen selber mittlerweile. Und die Schleudermaschine, die man da baut, eine Schleudermaschine, ist nicht für Teller, sondern ist für Wäsche. Weil Teller schleuderst du nicht. Das sollte man nicht tun. Nein, das ist nicht die feine Art. Gut. Von daher würde so eine Schleudermaschine und eine Waschmaschine, wobei eigentlich eine Waschmaschine mittlerweile auch Schleudern macht, also, oder eigentlich schon immer. Also eine extra Schleudermaschine braucht man da auch nicht. Von daher würde ich mal sagen, die Schleudermaschine lassen wir komplett raus, die brauchen wir nicht. Wir wollen also noch für die Küche einen Kühlschrank, oder vielleicht noch 2 oder 50. Und fürs Bad dann noch eine Waschmaschine und das war's dann. Ja, aber bei mehrere Kühlschränke bauen, die kosten halt extrem viel Kupfer. Naja, gucken wir mal, wenn es weit ist. Bis dann.